Leute, was geht und herzlich willkommen zu einem neuen FIFA Mobile 22 Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid, Freunde. Und ja, Freunde, wir haben ein neues Event. Das Kickoff Rivalries Event ist jetzt da, Freunde. Und mein erster Eindruck, ich finde es sehr, sehr geil. Mir macht das Event sehr viel Spaß. Es gibt viele Sachen zu machen. Es ist auf jeden Fall richtig nice, Freunde. Was sagt ihr dazu? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare. Ich werde euch natürlich in diesem Video wieder erzählen, was alles Free-to-Play ist im neuen Event. Und genau, am Dienstag ist dann auch schon der nächste Livestream auf meinem Kanal. Dann starten wir auch direkt rein mit den ersten Packs, mit den ersten Spielern vielleicht. Ich habe auf jeden Fall richtig Bock. Ich hoffe, ihr auch. Und ja, Freunde, ich würde sagen, wir gehen rein. Wir gehen rein ins Rivalries-Event. Nein, jetzt bin ich auf den Pass gegangen, perfekt. Das ist genau in dem Moment weg, ist soweit. Jetzt ist es aber da, Freunde. Ich gehe rein ins, genau, Hauptkapitel, Freunde. Hauptkapitel fängt man an. Man kann sich hier, genau, also hier gibt es einen Premier League Pass. Es ist bis jetzt nur die Premier League da, aber es war so, wie ich es vermutet habe, es werden auch künftige Ligen kommen, also Bundesliga, Liga und so. Das war mir eigentlich schon klar, weil nur Premier League können die nicht bringen. Das ist so ähnlich halt wie Totti oder Tots aufgebaut. Es geht, by the way, 42 Tage, also auch wieder ziemlich lange. Genau, auf jeden Fall, Premier League ist jetzt da. Es gibt hier den Premier League Pass, es gibt Quests. Ich würde sagen, wir gehen mal, genau, hier gibt es noch so einen Bundle für 1000 FIFA Points. Aber ich würde sagen, wir gehen erstmal hier hin, und zwar zum Hauptkapitel. Hier kann man sich täglich dreimal die Werbung angucken für jeweils 50 Rivalitäten-Tickets. Zum Tickets kommen wir alles gleich. Dann kann man hier täglich 3 Skillspiele machen, wo man jeweils 150 Premier League Punkte, hier 300 Premier League Punkte, hier 500 Premier League Punkte und auch jeweils nochmal sich Rivals Tickets und Rivalitäten Token erspielen kann. Dann kann man eine Partie sich hier aussuchen. Ist eigentlich egal, welche ihr euch aussucht, weil man kriegt bei jeder Partie den gleichen Bonus. Also immer 750 Premier League Punkte und 500 Rivalitäten Tickets. Ich habe jetzt einfach mal das hier genommen, keine Ahnung, also ist eigentlich egal, weil, wie gesagt, ihr kriegt halt die Belohnung immer gleich. Und genau, das ist eigentlich, könnt ihr täglich hier spielen, ist ganz simpel, die Werbung gucke ich mir auf jeden Fall nochmal an. Genau, und mit diesen Punkten, Freunde, mit diesen Punkten könnt ihr dann einerseits hier im Anstoßkapitel euch Packs holen. Genau, hier sind diese Transfer-Token, die könnt ihr hier einlösen und dann mit eventuell Glück einen Spieler ziehen, hier steht es ja. Mögliche Boni, ihr könnt vielleicht einen Spieler ziehen, aber ja, die Chance, wenn wir mal gucken, ein 89 Plus ist bei 5%, also ist jetzt nicht so hoch. Hier gibt es unter anderem ja Timo Werner, Gonzalo Guedes, also sind schon geile dabei, aber ob man da einen zieht, na, ist halt kritisch. Man kann auch hier jetzt wieder täglich Werbung gucken, werde ich auch wieder machen, weil das ist eigentlich richtig geil, wenn man hier täglich gucken kann. Und ja, ab 10 kriegt ihr dann halt einen garantierten. Aber das werden wir natürlich alles dann im Livestream machen, Freunde. Dann gibt es natürlich hier auch noch ein paar Meilensteine. Genau, gehen hier bis hinterhin. Was jetzt, also wo genau ist bis hierhin Free-to-Play ist, weiß ich jetzt aktuell nicht. Aber ja, ich denke, man kommt hier schon relativ weit. Free-to-Play, weil das Event geht ja 42 Tage. Ich kann mir vielleicht vorstellen, vielleicht kommen hier bis zu den 1500 Punkten. Aber wo 21.000, naja, gut, ist ja eigentlich auch nicht so wichtig. Genau, das war das Anschlusskapitel. Dann kommen wir jetzt zur, ja, zu der Premier League. Genau, steht ja auch da oben. Premier League gibt es hier einmal mit der Icon Linker und Scholes. Scholes, boah, Scholes sieht schon, ja, sieht schon gefährlich aus. Das ist auf jeden Fall klar. Linker ist free to play, wenn ihr auf, ja, wenn ihr halt auf Premier League geht, dann ist Linker auf jeden Fall free to play und natürlich hier die 500 Rivalität-Tickets auch. Genau, dann gibt es hier noch den Pass, den gucken wir uns gleich an. Ihr könnt dann auf jeden Fall hier noch euch nochmal so Angebote holen und hier könnt ihr halt die Tickets umtauschen. Ich weiß noch nicht genau zu 100%, wo ich meine Tickets umtauschen werde. Ich weiß aber auf jeden Fall, wen ich mir hier bei Premier League gerne holen würde. Und zwar gibt es einmal dann hier den Pfad mit den Spielern Nkatia, Elliot, Fofana, Rodrigo, Sancho, Pickford, Kane und Gündogan. Direkt vorab gesagt, 102er sind nicht Free-to-Play. Free-to-Play ist ein 98er und da komme ich ins Spiel, Freunde, weil ich hätte eigentlich sehr gerne einen Jadon Sancho. Freunde, guckt euch mal bitte diese Stats an, die sind wirklich absolut geil. Er hat auch 5 Sterne, schwacher Fuß, finde ich wirklich, passt perfekt in mein Team und ich werde mir auf jeden Fall einen Sancho holen.
Ob ich meine Tickets ausgeben werde, weiß ich noch nicht. Ich werde mir auf jeden Fall hier diesen Premier League Pass holen. Da gehen wir auch mal direkt rein da. Genau, also nochmal kurz zurück. Ihr könnt ihr dann hier, wie gesagt, mit den Punkten, mit den Premier League Punkten ja einsetzen, ist eigentlich logisch. Aber genau, auf jeden Fall zum Pass, Freunde. Ich werde mir den Pass wahrscheinlich holen. Hier gibt es unter anderem Loftus-Cheek als Spieler, Nunez hinten und ein Worrall. Also auch schon geile Spieler. Aber ich werde mir, glaube ich, den Pass holen. Ob ich Tickets ausgeben werde, weiß ich, wie gesagt, noch nicht. Ich würde halt auch gerne nochmal bei der Bundesliga warten. Vielleicht kommt ja bei der Bundesliga ein gewisser Sadio Mané. Genau, deswegen. Aber ich hätte eigentlich auch schon gerne einen Sancho. Auf jeden Fall, der Pass aktualisiert sich natürlich auch immer Woche zu Woche mit der neuen Liga. Kennt natürlich alles, ist ja klar. Genau, hier steht auch künftige Liga in einer Woche. Wird wahrscheinlich entweder La Liga oder Bundesliga sein. Ich hoffe Bundesliga, wäre eigentlich ganz nice. Dann gibt es hier noch den Gipfeltransfer-Vorschau. Das sind so die ultimativen Transfers. Die kommen aber erst in 35 Tagen raus. Und ja, dieses Design, es sieht geisteskrank geil aus. Es ist bis jetzt das geilste Design, was ich gesehen habe. Guckt euch mal bitte dieses Design an. Das ist ja mal wirklich geisteskrank geil. Also mal gucken, was da auf uns zukommt. Ist wie immer so, kennen wir ja, dass am Ende so ist, wenn es immer solche geilen Spiele nochmal kommen. Vielleicht kriegt man da 102 Free-to-Play, das wäre nice. Aber werden wir dann auf jeden Fall sehen, Freunde. Es gibt dann halt auf jeden Fall noch die täglichen Quests. Also nicht die, ich meine sogar die Quests hier. Die sind genau gehen eine Woche lang. Da könnt ihr euch dann hier nochmal die ganzen ja, Punkte auch verdienen. Genau, hier gibt es noch die Star Pass-Punkte für den Star Pass. Ist aber auf jeden Fall eigentlich ganz easy zu verstehen. Genau, dann gibt es auf jeden Fall auch noch einen AR-Duelle, AR-Angebote. Wir machen erstmal die also sind die Anschlussrivalitäten-Angebote. Hier ist es auch ähnlich, also hier gibt es halt auch diese ja, Spielerkiste, halt nur mit der Premier League. Ich denke mal, ich werde auf jeden Fall was öffnen, das ist klar. Hier könnt ihr auch Werbung gucken, täglich für 15 Punkte. Und genau, hier gibt es dann halt, hier könnt ihr dann halt diese Rivalitäten-Token eingeben. Ausgeben. Hier gibt es unter anderem Rashford, Henderson. Ja, gibt es schon geile, ne? Gibt es auf jeden Fall schon geile. Ich wette auf jeden Fall Packs im Stream öffnen, das ist ganz klar. Genau, dann gibt es hier noch welche Umtausch. Ich habe hier schon mal einen Umtausch gemacht, aber ich habe da nur Schmutz gezogen. Ich hatte gedacht, vielleicht ziehe ich da was Geiles, aber nee, war leider nicht so. Genau, hier gibt es unter anderem noch Gipfelpunkte. Wie teuer ist das Ganze? Boah, 2,92. Ah, werde ich vielleicht machen. Mal gucken, wenn ich da was Gutes ziehe. Genau, das aktualisiert sich natürlich dann auch immer zur neuen Liga. Kennt ihr natürlich alles. Und wisst ihr natürlich alles. Dann gibt es, jetzt bin ich wieder rausgegangen, aber dann gibt es auf jeden Fall noch die Angriff-Duelle. Oder wie heißen die genau? Anschlussrivalitäten-Duelle, genau. Hier könnt ihr CPU täglich spielen, könnt City und United spielen. Also täglich zwei CPU-Spiele. Würde ich euch empfehlen zu machen, weil ihr kriegt ja immer Premier League-Punkte und die sind natürlich sehr wichtig und richtig. Hier gibt es nochmal das ultimative Duell. Habe ich auf jeden Fall richtig Bock drauf. Und wenn ihr alles abschließt, kriegt ihr dann hier nochmal ein Retro-Trikot. Und das finde ich auch richtig geil. Das sind einfach so Retro-Trikots. Also ihr könnt entweder City, Liverpool, Leeds oder Spurs 1 von 4 ziehen. Und die sehen so geil aus. Ne? So Retro-Trikots. Oh mein Gott, EA, was habt ihr bitte eingefügt? Das ist so geil. Das ist ja immer sowas von geil. Zwar nicht von jeder Mannschaft, aber trotzdem einfach richtig geil. Ich hoffe, Bayern kommt dabei, Bundesliga. Boah, also das fühle ich auch richtig. Das hat EA wirklich richtig geil gemacht. Die werde ich auch direkt aktivieren, wahrscheinlich bei Bayern dann, wenn ich die ziehen sollte. Boah, das ist geil. Also das ist auf jeden Fall geil. Und das aktualisiert sich natürlich auch immer von Liga zu Liga. Also von Woche zu Woche zur neuen Liga kommt dann natürlich dann auch neue CPU-Spiele. Dann haben wir noch einen normalen Star Pass. Werde ich mir auch holen. Hier gibt es unter anderem Martinez am Anfang. Sieht nice aus, werde ich aber nicht spielen. Dann gibt es hier noch einen Jovic im Pass, einen Tolisso, einen Pjanic, einen Lukaku und ganz hinten, Freunde, einen Roberto Carlos und einen Pirlo. Pirlo auch richtig geil, 99 ZM. Boah, vielleicht überlege ich den, obwohl für wen? Nee, ich habe da Modric jetzt so groß gekauft, also vielleicht stelle ich um. Ich weiß noch nicht, vorhin dauert er sowieso noch ein bisschen, aber Freunde. Oh, guckt euch diesen Carlos an, diesen Roberto Carlos, ey, der wird so in meine Linksverteidigung kommen. Ich wollte unbedingt einen Linksverteidiger und er ist dafür erschaffen worden. Er ist einfach für diese Position gemacht, dieser Typ, guckt euch auch diese Stats an, also
Mehr muss man dazu nicht sagen. Die hat alle Stats über 100. Oh, das ist geil. Ich feiere es einfach nur. Ich werde mir den Pass auf jeden Fall holen. Auch wenn ich ihn nicht Free-to-Play schaffen sollte, ne, werde ich ihn mir wieder durchkaufen, weil ich will diesen Mann spielen. Der ist so geil, ey. Oh, das ist einfach nur nice. Also EA, ihr habt es wirklich richtig geil gemacht von den Spielern her auch. Finde ich das Event richtig geil. Dann haben wir Umtausch noch. Umtausch gibt es hier Poe, Belingard. Werde ich beide nicht machen. Sind zwar interessant, aber werde ich nicht machen. Dann gibt es halt hier noch diese standardmäßigen Punkte. Ich habe hier schon mal was gemacht, aber ja, mal gucken, ob ich die anderen auch noch machen werde. Wird sich dann auf jeden Fall sehen. Dann gibt es auf jeden Fall noch einen Shop. Wie immer gibt es neue Spieler. Ganz klar gibt es hier unter anderem Icon Raul zu ziehen. Aber ich werde natürlich diese Packs nicht öffnen, weil ich werde Raul nicht ziehen. Das ist klar. Dann gibt es hier noch ein Porto, kann man sich nochmal dann abholen. Und dann gibt es hier unten noch einen Diego Carlos als Innenverteidiger. Auch nochmal Shop-Packs. Also schöne Packs, Freunde. Dann gibt es hier nochmal einen Philips. Auch nochmal Packs. Also viele Packs hier zum Öffnen. Dann gibt es hier noch die ganz normalen Token. Aber ich werde davon nichts öffnen. Es ist mir zu teuer, mache ich nicht. Ich hole mir die Star-Packs und dann ist auch gut. Mehr mache ich ja noch nicht. Genau, auf jeden Fall, das ist der Shop. Sonst wurde hier mehr nicht aktualisiert, Freunde. Und ja, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen Licht ins Dunkeln bringen. Falls ihr Fragen habt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Welchen Spieler würdet ihr euch gerne holen? Schreibt sie in die Kommentare. Wie findet ihr das Event? Schreibt es gerne in die Kommentare. Schreibt am besten alles in die Kommentare, Freunde. Ich finde das Event einfach nur geil. Bis jetzt eine 9 von 10 auf jeden Fall. Ich würde sagen, das war's gewesen mit dem Video. Wir sehen uns dann morgen wieder zu alter Frische, zum neuen Video. Und ja, macht's gut, Freunde. Bis morgen. Haut rein und ciao.